Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Commentary von Markster, einem Spiel des Brony. Und wir spielen wieder MW3, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Er hat sich für seine Scharfschützenklasse entschieden, der Scharfschütz, und er wurde soeben genau von selbiger Waffe getötet. Jedenfalls von selbiger Waffenart, ich weiß es nicht so genau, in Snipern kenne ich mich nicht so gut aus. Es war wohl doch eine L118A vom Gegner. Und nun, also, er bewegt sich schleichend durch die Gegend, durch die Häuser. Hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen, dass es auf Bakaara ein Team Deathmatch ist, was die COD-Spieler unter euch bereits rausgefunden haben mögen. Er hat einen Gegner im Blickwinkel, den er aufgrund mangelnder Klasseneinstellungen nicht aufs erste Mal gekriegt hat, so wie sonst. Er ist ein brillanter Scharfschütze und er wird es auch immer bleiben, sobald er die Möglichkeit dazu bekommt, ein Scharfschützengewehr zu benutzen. So, er wurde von einem blöden Noob, der keinen Namen und keinen Rufzeichen und keinen Titel hat und gleichzeitig auf eine G18 mit Rotpunktvisier besetzt, ausgeschaltet. Nun, das kann schon mal passieren, aber es ist eigentlich ein rechter Noob, denn die G18 ist eine altbekannte Noob-Waffe. Bereits aus MW2 hat man sie besonders oft in Akimbo-Modus benutzt. Und nun jedenfalls, er ist wieder eingestiegen, nachdem er auf brutale Art und Weise geschandet wurde. Ein kurzer Prozess hat es ihm ermöglicht, einen schnellen Abschuss zu machen. Und er ist schon mit auf der Lauf den nächsten Gegner, der ihn aber leider getötet hat. Janosch, Herzchen war's. Wie kann Janosch ihn nur töten? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der wäre so friedlebend und so. Nun denn, es ist egal. Er zielt aufs andere Gebäude. Ich glaube, ich habe auch einen roten Namen gesehen. Jawohl, so ist es. Und er schießt. Er hat nicht getroffen, er hat verfehlt. Und da sieht man immer wieder so schleichende Schatten in dem Gebäude rumlaufen. Kurz, nichts lange. Zeitlich begrenzt. Nun denn, er sucht sich noch eine neue Position, um sein Scharfschützengewehr sinnvoll einzusetzen und aus Entfernung einen Gegner abzuschießen. Doch er entscheidet sich doch noch aus seiner Position herauszulaufen und sich auf die offene Straße zu begeben, wo er sofort wieder in Deckung geht, in einem Haus, was etwas näher an seinem Zielpunkt sich befindet. Aus dem zwischen beiden möglichen Zielpunkten, an dem sich die Sniper oft verschanzen, um sie im wechselnden Abstand jeweils abzuschlachten. Auf seinem Radar sieht man bereits, dass da gleich einer hochkommen wird. Der ihn wahrscheinlich auch schon bemerkt hat, da ist er auch schon. Und er hat ihn auch getötet mit einem Kopfschuss, voll der Headshot mit der Glock. Er ist tot und er lebt wieder. So wie in der Bibel. Nun denn, es ist egal. Er hat ihn umgebracht, er hat die Drohne, er hat sie. Und er wird sie vermutlich auch gleich einsetzen, wenn er die passende Gelegenheit dazu bekommt. Das Spiel steht 1900 für sein Team zu 2500 für das gegnerische. Somit ist der Gegner in Führung. Auf die verbleibende Zeit ist nicht zu achten, die wird eh nie erfüllt. Er hat seinen Gegner mit der USP getroffen. Das war eine gute Leistung. Aber warten wir einfach mal das Spielgeschehen ab. Das ist der Lauer und er hat ihn gekriegt. Und schnell ziehen pro ist sein. Wir haben die Fähigkeit erworben. Und nun ist es endlich soweit. Er ist im Waffenrang gestiegen. Und sein Rang ist ebenfalls um eins höher geworden. Das ist mein Verbündeter mit einem kurzen Namen. Das regt besonders auf, wenn es nur Punkte im Namen sind. Und man deswegen nicht wirklich sehen kann, ob es Freund oder Feind ist. Ich hasse das. Über alles und noch mehr. Besonders so zwei Punkte, das ist echt doof. Also er sucht wieder neue Gegner. Er guckt, er späht. Und er findet nicht. Da dort keine sind, nehme ich mal an. Seine KD ist 6 zu 5. Er hat einen Gegner gespottet. Und nun, dieser hat ihn auch erwischt mit derselben Waffe. Oh Gott, das kann nur ein Noob sein. Er hat ihn an einem Sprungschuss erledigt. So etwas ist eine seltene Leistung und ist auch sehr, 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 sehr schwierig. Dann auch noch richtig zu treffen, denn die Waffenpräzision ist ja wirklich, also die ist ja wirklich sehr hoch. Einen Sprung zu machen und dann auch noch zu treffen, ist eigentlich schier unmöglich und ist eine wunderbare Leistung. Aber er macht sich nichts daraus, er schießt ihn halt trotzdem einfach so ab und sammelt sowohl Meisterschütze Pro als auch Fingerfertigkeit Pro. Ich bin sehr stolz auf ihn. Wir wurden wieder befördert durch die beiden errungenen Meisterschaften. Und nun geht er weiter. Tut mir leid für diesen professionellen Fehler. Es ist nur so, ich habe gefurzt. Nach diesem kurzen Break ist es allerdings vollkommen egal, ob ich das habe. Dieses Spiel ist so spannend, da kann sich auch mein After nicht beruhigen.
Aufklärungsdrohne online. Nun bin ich wieder zurück nach dieser Break. Es steht 5400 zu 4100. Und er hat eine KD von 7 zu 8, wenn ich mich gerade nicht getäuscht habe. Ne, 7 zu 6. Und ist damit noch im positiven Bereich. Er hat einen feindlichen Namen gesehen, aber nicht den Spieler, der vom Rauch verdeckt wurde. Rauch. Gase. Er hat ihn doch noch erwischt und er wurde sogleich von einem dreckigen Noob erwischt, der ihn mit einer G18, wenn ich mich nicht irre, getötet hat. Jawohl. Und nun läuft er einen langen Gang entlang. Ein langer Gang, der jetzt schon aufgehört hat. Und ist unterwegs in das Haus, wo er eine neue Stellung beziehen wird. Oh nein, ich habe mich geirrt, er wurde doch erschossen. Es war wohl ein Akimbo-Noob. Seine KD ist auf 8 zu 8 gerutscht und ist damit auf 1. Er hat ihn doch noch erwischt. Fucking irgendwas wurde getötet und der Quickscope war nix. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Er läuft einen Alternativweg, nicht den direkten Weg, sondern den da rum. Er hat den Gegner mit einer Erschütterungsgranate außer Gefecht gesetzt und hat ihn auch getötet. Aber danach kam ein Deutscher, der Friedliche, und hat ihn getötet. Nun, aber das ist ja noch nicht das Ende. Es kann sich noch viel tun in dieser Welt, in diesem Krieg. Viele Schicksale können geendet. Zum Beispiel seines. Sein Leben ist vorüber. Die Leichen werden noch an einen Strang baumeln und winseln, bis sie tot sind. Die Spannung dieses einmaligen Scharfschützen ist einfach unfassbar und unzerstörbar. Dieser Nervenkitzel, wenn er zielt und man weiß nicht, ob neben oder hinter ihm einer ist. Zum Beispiel dieser Noob, der mit einem Schrotflintenaufsatz ihn einfach getötet hat. Und gleich wird er von hinten wieder ausgeschaltet durch eine Scorpion, die auch weitläufig bekannt ist als Flitze. Er hat den letzten Abschuss gemacht, er war es. Ich war gerade so gespannt, dass ich gar nicht gesprochen habe. Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein, das darf doch nicht. Sieg! Der letzte Abschuss war es und das war ein Volltreffer, das kracht. Oh mein Gott, sowas muss man erstmal erlebt haben, sowas muss man gesehen haben, meine Damen und Herren. Also gut, 12 zu 12, Kill-Death-Quote 1. Ich bin fertig, bis nächstes Mal. Ciao.